Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück beim nächsten Part von Kena Bridge of Spirits. Ja, im letzten Part waren wir auf Russos Berg und sind da hinuntergerutscht, haben eine kleine Rutschpartie gemacht zu seinem Haus, haben dieses befreit und haben den ersten Gegenstand gefunden, nämlich Tarus Messer. Das hat er wohl da irgendwie auf dem Weg verloren oder vielleicht sogar extra dagelassen wegen einer bestimmten Situation, die uns in einer Vision gezeigt wurde oder in einer Erinnerung von Taro. Aber nur ganz kurz, schaut euch den letzten Part gerne nochmal an. Da sieht man es auf jeden Fall. Aber so ganz deuten können wir es noch nicht. Deswegen müssen wir noch weitere Artefakte von ihm sammeln. Und wir sind eigentlich auch schon auf einem guten Weg gewesen. Denn wir sind nämlich wieder hier am Fuße des Berges, könnte man so sagen. Hier an den ganzen Wasserfällen. Haben aber jetzt die Fähigkeit, dass wir einen Bogen zur Hand haben. Und wir haben auch schon eine neue Mechanik kennengelernt. Nämlich die Blumen, die sich öffnen, wenn wir mit dem Bogen auf die zielen, von einer bestimmten Entfernung aus, können wir uns dahin teleportieren. Ist das nicht cool? Schaut euch das an, ne? Dann können wir hier den Rod holen. Und wir können eigentlich auch schauen, wo der nächste Weg ist, um, ja, jetzt auch schlussendlich zu Taro zu kommen. Und das scheint wohl der nächste Weg zu sein hier, nämlich der vergessene Wald. Da müssen wir so eine kleine Abzweigung machen am Hutwagen vorbei. Ich hatte irgendwie gehofft, dass hier noch was ist, außer der Rod. Aber das ist wohl nicht der Fall. Gut, dann war der Rod halt ziemlich offensichtlich, könnte man so sagen. Achso, guck mal, die können wir jetzt abschießen. Perfekt. So. So, futtert euch mal satt, Kinders. Dann kriegen wir wieder schön Karma-Punkte. 70. Ja, noch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wo der nächste, der nächste Punkt ist, dass man da irgendwie wieder aufleveln kann, eine Fähigkeit. Ich glaube, bei 100 oder 200 war einer. Das dauert nicht. Aber wenn wir ein paar Früchte finden, geht das natürlich schneller. Oder ein paar Büsche auch. So, eigentlich war es hier angedacht. Ne? Wir können ja mal Taros Maske anziehen. Genau, dann müssen wir direkt, wo es lang geht. Und hier ist nichts. Hier vielleicht noch was? Ne, hier war nur der Busch, alles klar. Den haben wir ja schon. Genau, hier war so der Sammelplatz eventuell der Artefakte da hinten. Kann ich euch eigentlich mal kurz zeigen. Eigentlich waren wir da schon und sind da drauf vorbeigelaufen. Aber könnte vielleicht noch mal genau schauen, was Sache ist. Genau, da wird nämlich jetzt das erste angezeigt. Richtig. Interagieren. Sammle alle drei Relikte. Genau, nicht Artefakte, Relikte waren es. Richtig. War jetzt einmal das Messer. Und dann haben wir noch zwei andere. Gut. Dann gucken wir mal. Da. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Haben wir hier noch irgendwas? Noch irgendwas abschießen. Mal da einmal hin. Die Musik sagt gerade mal was anderes. Oh, guck mal, hier sind noch Bärchen. Scheint ein Rod zu sein, oder?
Okay, auch ist da. Nee, Rod. Perfekt. Okay. Den haben wir noch nicht gehabt. Ja, auf dem Boden. Also dafür hätten wir jetzt den Bogen nicht gebraucht, aber den haben wir nicht. Passt. Den aber holen. Müssen wir hier irgendwas beachten? Nee, ne? Das kann man nicht. Kann ich irgendwie abschieben. Aber irgendwie soll man das noch nicht abschießen. Okay, dann lassen wir es dabei und gehen erstmal zum Vergessenwald. Haben wir jetzt genug Spökes gemacht hier. Ja, das sieht schon so aus, ne? Dass da was kommt. Hm. Der kommt da nicht dran. Ah. Der Impuls. So, jetzt vergessen wir mal. Genau. Jetzt müssen wir mal das abschießen hier. Da. So. Perfekt. Oh. Vergessener Wald. Da streckt rechts was gesehen, aber. The true age of these shrines. Niemand kennt das wahre Alter dieser Schreine. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Die Menschen, die sie gebaut haben, sind längst vergessen, aber ihre Arbeit bleibt bestehen und wacht über den Wald. So, ich werde das jetzt in Zukunft nicht mehr vorlesen. Ich habe die Untertitel, ich habe die, glaube ich, groß genug gemacht und ist ja sowieso mit englischer Sprachausgabe. Von daher würde ich dem eigentlich dann immer ins Wort fallen, wenn jemand was sagt. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Nur die nicht vertonten, die könnte ich dann noch vorlesen. Tarnos Spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the Guardian Tree. I can feel Tarnos presence there. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Taros Liebe, baue die alten Schreine wieder auf, um den Wächterbaum zu öffnen. Alles klar. Can you pick that up? Ich stelle mal erstmal wieder den Fuchs hin. So, hier ist die Tür gewesen. Ja. Ich. Ja. Hier was versteckt? Nee. Gudi. Dann uns freie Hand gegeben, wo wir hingehen. Oh, Alter. Oh, das ist groß. Das ist groß. Ja. Okay. Alles klar. Also vier Sachen müssen wir abgreifen hier. Und dann wird uns der Weg gezeigt. Dann gucken wir doch mal, was sich hier hinter verbirgt. In der Truhe, zufällig. Nee, aber hier sind Kisten. Und ein Fass. Aha, wieder Bärchen für euch. Guck mal. Das gibt uns Karma. Haben wir beide was von. Ah, da fängt das schon wieder an hier. Die Verderbnis. Oh, diesmal aber die großen. Ah, da hat er einen Schlag gefedert. Hey, hör auf zu. Schmeiß.
den haben wir auch. Komm, schnell hoch da. So, wir haben den Sprintschlag. Bam. Weg mit dir. So, du hast ein Schild, schwerer Angriff. Zack. Weg mit dir. So. Was ist denn da? Schmeißt du irgendwas? Erstmal auf den Großen. Genau. Auf zu werfen, Mann. Oh. Ja, hoch. Auf. Genau in die Klinge. Weg. Huhu. Jawohl. So nämlich. Doki. Erste Blume haben wir. Ich denke mal, das war auch Sinn der Sache, oder? Nicht. Das ist ein Rod. Das ist eine Truhe, da kommen wir noch nicht hin. So, was ist denn? Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. Das Wasser ist heilig, weil das vom Berg, also vom Schnee, der vom Berg runterkommt und schmilzt, quasi in die Flüsse am Münden ist und sich so im Wasser oder dem Wasser, was sowieso schon hier rumfließt, anschließt und dadurch, wenn das in Berührung kommt, wird es heilig. Gut. Ja, wenn es der heilige Bergschrein ist und das Wasser von da kommt, der Schnee von da kommt, dann ist das natürlich schon naheliegend. Ist ja klar. Dass da irgendwas heilig dran sein muss. So, das ist auf jeden Fall ein Rod hier. Frage ist nur, wie wir den aktivieren. Ah, okay. Weg. Hat hier diese Abschießaufgabe. So. So. Machen wir einmal nach Blümchen hier. Und zack. Komm mal. Ruhe. Wieder eine Maske. Das dürfte die Maske von Saya sein. Ja, die Maske der Geschwister, genau. Hier sind wir nicht, hier sind wir nicht. Dann gehen wir erstmal da weiter. Hat sich auf der Karte übrigens was verändert? Ja, tatsächlich. Ha, dann sind das die, die Verderbnisblumen, die da als blauer Punkt angezeigt werden. Dann wissen wir ja Bescheid. Gehen wir jetzt wieder zurück? Ja, wir gehen wieder zurück. Manchmal ist der Wald auch ein bisschen verwirrt. Wir wollten oben lang gehen, habe ich das richtig verstanden? Ja, wir wollten, wir haben es nicht. Na, no, hier sind wir, glaube ich, da gegangen. Ja. Genau. Hier und dann da hoch. Schon eine ganz große Kurve hier. Ach, das ist die nächste Teleportblume. Schau ich das an. Können wir direkt dahin. Zack. Nehmen wir den noch mit. Zack, den nehmen wir auch noch mit. Nochmal Puls, falls noch ist. Und rüber. Das ist ein Hutball. Da kommen wir sogar hin. Perfekt.
Ei, Hüte. Feder, Eichel, Blumen. Riesenkürbis. Maske der Geschwister. Und dann nehmen wir Kristalle hier wieder mit. Moment, einmal die Upgrades abchecken. 100 haben wir. 120. Dafür brauchen wir 300. 200. Köcher wollten wir verbessern, ne? Auch 300. Zusätzliches Karma. Natürlich auch nicht verkehrt. Mehrfachschuss. Beim Abschießen eines gebundenen Feindes spaltet sich der Pfeil und schädigt den Feind in der Nähe. Ah, okay. Aber ich will erstmal, glaube ich, einen größeren, großen Köcher. Tatsächlich. Erstmal nicht. Da ist noch ein versteckter Rod. Zack. Das ist eine verfluchte Truhe. Kommen wir da überhaupt dran? Och, Kena, halt dich doch noch fest. Bleiben die oben? So, als wenn die oben bleiben würden. Verfum. Okay. Was gibt's denn? Wahrscheinlich Fliegeviecher, ne? Ja. Danke für die Kristalle und weiter geht's. Ja, zurück macht das nicht. So. Hier brauchen wir wieder unseren Rod. Geist. Den kriegen wir wie? Okay. Sieht irgendwie komisch aus hier. Okay. Ach, das ist so ein Meditationspunkt, ne? Ja. Sobald wir Leben bekommen haben, denke ich mal, kann man die Meditation auch beenden.
Nee. Ach, wir sind immer noch hier in der Ecke. Gut. Kümmern wir uns mal um dieses Pflänzchen hier. Gut, alles zerstört. Das ist natürlich sehr gut. Dann kommen wir nicht hoch. Aber hier sind überall so Pflänzchen, die man benutzen kann. Moment, das freuen wir erstmal den da hinten. Das ist... Ach, hier kann man nicht drauf stehen. Schade. Schade. Aber es muss ja irgendwo so ein Steinchen geben. Irgendwo von hier. Das möchte ich eins. Als ob die sich da nicht festhalten kann. Das andere Steinchen ist wahrscheinlich dahinter, oder? Von da nach da kommen. Nee. Machen wir erstmal mit einem anderen Punkt weiter. Dann kommen wir schon auf die Lösung. Ach, guck mal. Müssen wir wieder was aufstellen hier. Wahrscheinlich hier hin, ne? Ach, da. Okay. Nehmen wir ein. Schafft ihr das? Die Rods brauchen immer ein bisschen länger. So. Right here. Oh, genau. Einmal hier hin. Hier noch eine. Leider nicht. Wäre eigentlich in der Nähe gewesen, aber okay. Dann könnt ihr die dahin tragen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach schon weiterlaufen kann und die machen das, aber dafür, dass die halt so lange brauchen, vertraue ich denen nicht wirklich. Ne? Ich hab irgendwie Bedenken, dass das dann wieder zurückgesetzt wird, so. Weil du zu schnell aus dem Bild raus bist, gewartet hast, quasi. Kiste. Töpfchen mit Rot. Wie viel haben wir eigentlich? 31, noch 4 Stück. Da
dann sind wir wieder ein Level weiter. Mit den Rods kriegen wir wahrscheinlich den dritten Mutpunkt sozusagen. Oh, hier sind aber viele Bärchen. Ja, jetzt könnt ihr aber fordern, haut rein. Den nehmen wir noch mit. Jawohl. Gibt es hier irgendwas Spannendes an dem Haus? Ne, hier kann man nur runterrutschen, alles klar. Ich glaube, wir haben irgendwas jetzt gerade überrundet hier. Einmal komplett durch den Wald. Egal, macht nichts. Dafür haben wir ja schon einiges eingesammelt. Und die Punkte sind sowieso markiert. So, wie viel haben wir? 200 genau, oder? 200 genau. Ja, ich will aber irgendwie auf den Köcher. Bevor die Zeit abläuft. Ja, gut. Ich glaube, das kriegen wir irgendwie schon hin. Ich bin, sag ich mal, sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Jawohl, verletzt die anderen auch noch. Genau. Mal aufpassen, dann kriegen wir den noch so einen Rod-Pfeil rein. Aua. Aua. Ah. Nicht ganz von der Zeit. Okay, den einen großen müssen wir uns merken. Die kleinen schnell weg. Bam. Zack, zack, zack. Ah. Nicht so viel Zeit verlieren. Komm her. Okay, wo ist der nächste? Da. Bam. Am besten direkt alle Beine. Sehr gut. Genau. Rothammer weg. Noch ein Rothammer. Aua. Reiz mich. Krieg so ein Rodfire ab. So. Ende. Was denn? Huber? Okay. Muss auch treffen. Aber tut sich nicht. Braucht man dafür was Spezielles? Ah, wir sind sowieso schon falsch, alles klar. Verstehe. Dö-dö. Lass die Kerzen mal ausgehen da. Gehen nicht aus, ne? Ja, ausgegangen? Ja. Okay. Dann machen wir 1, weil hier ist die 1. Dann die hintere 2. Dann die 3. Wieder hinten rechts. Und die 4 ist vorne links. So nehme ich. Das Rätsel war jetzt nicht so schwer. Was
Was sagst du dazu? Children in Taro often fished in these streams. In the stillness of the forest, I can almost hear their voices. Okay. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Ruzu. So, Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von Kena, Bridge of Spirits. Wir sehen uns beim nächsten Part direkt wieder. Heute muss es leider schnell gehen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpasst. Wie immer würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.